Ja, wunderbares Hallo vom Zentrum für Yoga, eine weitere Folge des Mahabharata. Drona wird nun Lehrer der Kauravas und Pandavas und lehrte sie in den Waffenkünsten, im Wagenkampf, im Keuleschwingen, im Bogenschießen und viele, viele Dinge mehr. Und das haben natürlich auch andere Völker mitbekommen und schickten ihre Prinzen, Könige, was auch immer dorthin, sowie in ein Trainingslager. Eine Übung war mal, da schickte der Drona die Kauravas und Pandavas zum Wasser holen, so eine Schnelligkeitsaufgabe. Und sein Sohn Ashwatthaman hatte einen Krug mit einer größeren Öffnung, sodass der Krug schneller mit Wasser befüllt werden konnte und Ashwatthaman schneller wieder zurück war, sodass Drona ihm mehr leeren konnte, während die anderen noch beim Wasserholen waren. Und Arjuna hat es natürlich gecheckt und hat mit Hilfe einer Geheimwaffe den Krug schneller füllen können und war so gleichzeitig mit Ashwatthaman bei Drona und lernte so eben viele, viele Dinge mehr. Und Drona sagte zu Arjuna: Du wirst der größte Krieger, niemand kann dich übertrumpfen. Ja, wie das so ist, wenn jemand gut ist, dann kriegen das auch andere Völker mit, andere Menschen. Und diese schickten ihre Prinzen, Söhne, Könige zu Drona, damit sie in den Waffenkünsten ausgebildet werden. Und einer, das war der sogenannte Ekalavya, ein Prinz der Nishadas. Und das waren so wie Ausgestoßene. Und Drona sagte, als Ekalavya kam und wollte Schüler von Drona werden, er verbeugte sich und Drona sagte: Nein, ich werde dich nicht als Schüler annehmen. Ekalavya war da nicht so begeistert, aber konnte natürlich nichts tun, ist daraufhin in den Wald gegangen und hat sich eine Figur geformt aus Lehm, die Drona ähnlich war. Das heißt, er hatte diese Drona-Figur gebaut und verehrte diese Figur eben wie den richtigen Drona. Und übte weiterhin die Kunst des Bogenschießens. Und eines Tages gingen die Kauravas und Pandavas mit einem Diener und ihrem Hund in den Wald zur Jagd. Und der Hund hat sie irgendwie selbstständig gemacht und hat den Prinzen der Nishadas irgendwo entdeckt und hat laut gebellt. Und dieser Ekalavya nahm einen Bogen und schoss einige Pfeile in das Maul, ganz gezielt in das Maul des Hundes, auf eine weite Entfernung. Und dieser Hund ist dann zu den Kauravas und Pandavas zurückgegangen und diese waren, boah, erstaunt. Wer hat solche Waffenkünste? Wer kann dem Hund so genau in das Maul schießen? Und sie gingen zu Drona und sagten ihm: Schau mal, was da für ein Bogenmeister ist. Und Drona ging mit den Schülern in den Wald und dort fanden sie dann diesen verfilzten, grimmig schauenden Prinzen der Nishadas, Ekalavya. Und Drona sagte: Was machst du da? Ich habe dich doch nicht als Schüler akzeptiert. Warum baust du da so eine Figur und verehrst mich? Und dann sagte er: Wenn du wirklich mein Schüler bist, dann gib mir nun mein Dakshina, mein Geschenk, das Geschenk vom Schüler an den Guru. Und Ekalavya sagte: Ja, ich gebe dir alles, was du willst, wünsche dir was und du bekommst es, egal was. Und der Drona sagte mit grimmigen Worten: Gib mir den Daumen deiner rechten Hand.
Und Ekalavya schnitt sich den Daumen ab und gab ihm Drona als Geschenk. Denn dieser Nishadha-Prinz, der war sehr gekonnt und hätte vielleicht Arjuna in der Bogenkunst übertroffen. Und so veranlasste er ihn, seinen Daumen herzugeben, sodass das, was Drona gesagt hatte, wahr wird, dass Arjuna der größte Krieger wird. Ja, so ist es manchmal. Das gibt es auch so gewisse Regeln in diesem Mahabharata. Und alles hat irgendwo seinen Sinn. Und oft hinterfragt man dann diesen Sinn. Ja, wo muss der den Daumen abschneiden, nur weil er besser wird? Ja, das ist eben die Aufgabe, aus diesem Mahabharata zu lernen. Was hat das zu sagen, zu bedeuten? Muss das so sein? Ist das Schicksal? Kann man das abwenden? Und es ist so ein, ja, mystisches Denken und Erfahren, wie im Leben auch. Man weiß nicht immer, ist das richtig, falsch, wie soll man es machen? Und Drona war ja auch ein Weiser, der das nicht einfach so gemacht hat. Ja, das war's mal wieder vom Mahabharata. Gerne abonniert meinen YouTube-Kanal, Markus Ritz Zentrum für Yoga. Und ich sage danke, Charo sagt auch danke, sag mal danke, danke, danke. Ja. Tschüss.